Einen wunderschönen, meine Lieben. Ich bin der Hausi und heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer kleinen, aber feinen Folge The Beast Inside. In dem alten Haus meiner Eltern, in das Emma und ich gezogen sind, schlummern mehr versteckte Geheimnisse, als ich je ahnen konnte. Ich habe auf dem Dachboden unter einem losen Brett ein verstecktes Tagebuch gefunden, das einem Nicholas Hyde gehörte. Als ich es las, lief mir ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Ich weiß nicht, ob sich die Dinge in diesem Buch wirklich zugetragen haben oder ob es sich nur um ein Hirngespinst dieses Nicholas handelt. Ja, soweit ich weiß, ist ja jetzt wieder Tag. Gott sei Dank. I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Es ist Tag, ja, großartig. So, wo stehen wir denn jetzt? Ach ja, in dem Raum waren wir vorhin schon. Hier ist ein Hinweis. Nope. Gut, wir müssen zu Emma gehen, oder? Schauen wir mal, wo die ist. Die war im Bad, glaube ich. So ist zu. Emma! Honey, you won't believe what I found it. Hey, Emma? Can you hear me? Emma? Emma? I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping. Alter, ich bin fremdgegangen. Wo werde ich jetzt gewesen sein? Diary, what? A fuse must have blown. Bea, darling, go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? Alter, die würde ich jetzt schon im Garten vergraben. Was ist mit der kaputt? Geh in den Keller, ja. Im Keller war es letztes Mal sehr angenehm. Da freuen wir uns doch drauf, oder? What's her problem? She sounded like I took a piss on a mother flower bed. Wie es sich halt... Ich suche den Dachboden nach einer Taschenlampe. Boah, ich war so lange auf dem Dachboden, da habe ich keine Taschenlampe gesehen. Wie es sich halt überhaupt nichts scheißt, in den Keller zu gehen, gell? Da würde ich halt nie wieder runtergehen nach der letzten Folge. Ja. Mit dem Hinweis, den haben wir aber schon. Eine Taschenlampe. Ja. Überprüfe den Sicherungskasten im Keller. Wie mache ich denn die Taschenlampe an? Hallo? Ah, okay. Ja, das war doch völlig klar. Die probiere ich doch auch oben aus. Oh Gott, ich hasse Taschenlampenlicht. Gott sei Dank. This horse will haunt me in my dreams. Ja, das glaube ich auch. Würde schon lange im Müll liegen, das Ding. Die Standuhr, die stand früher mal oben im Wohnzimmer. Ist jetzt hier ein Sicherungskasten? Where are the fuses? Ja, hier sind wir ja lang. Oh, da ist jetzt zugemauert, schaut's. Ach, geh auf. Strange, one's missing. Did someone take it out on purpose? Ich suche den Schuppen. Ja, wie ich halt jetzt zufällig genau an alle Orte muss, wo der blanke... Boah. Wo der blanke Horror gehaust hat in der Folge davor. Ja, da ist auch alles zugerammelt. Was?
Ja, wie komme ich da jetzt rein? Es kommt denen nicht komisch vor, oder was? Dass da alles zugebunkert wurde. Der weiß ja selber auch, dass da unten eine Tür war, wo jetzt dieser... Ja, da ist auch Blut dran. Aber das interessiert den nicht. Alles cool. Ich suche den Schuppen. Meint der vielleicht gar nicht den Schuppen? Da drüben ist nicht noch... Ah ne, den gibt's nicht mehr. Der ist weg. War irgendwie noch so eine große Halle. Jo, was machen wir jetzt? Ah. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wie bescheuert ist denn das bitte? Nimm halt einfach gleich alle Scheißschlüssel aus diesem Haus mit. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auch mitnehmen können, aber ich habe den gar nicht gesehen. Wo hing denn da ein Schlüssel? Von dem Keller, oder? Oder ist wieder eine Brechstange? Kann ich nicht mitnehmen. Sieht der da einen Schlüssel hängen? Es ist ein Antique, aber in mint condition. Das ist, was ich mag. Doesn't look like it's been affected by the ravages of time, so oh, alles zugesperrt. Break a few Russian ciphers. In dem Haus ist auch alles zugesperrt. Das schaue ich doch. Das schaue ich mir doch als allererstes an, oder? Check's nicht. Wo ist jetzt da ein Schlüssel gewesen? Vielleicht finde ich in dem Schuppen neben dem Haus. Ja. Oh, das ist mal alles. Zack, im Keller war ein Schlüssel. Baseballschläger würde ich auch mitnehmen. Bin nicht, Leute. Hier drin. Boah, ist das bescheuert. Meine Güte. Jetzt sogar Schuppen drauf. Ich kann nicht laufen. Doch, boah. Ich dachte, jetzt kommt schon wieder irgendwas. Oh, da draußen gefällt es mir am besten. Die Fußspuren interessieren ihn gar nicht, oder? Damn, no fuses here. Of course. What the f? What is this? Where did all the blood come from? A shirt covered in blood. It looks fresh. How did it get here? Why would Emma bring my old stuff from the office here? Das ist mal nicht alles. Nehmen wir mit. Was für ein Ding? Quantenlokalisierer. Mit dem Lokalisierer können sogenannte Quantenspuren aufgespürt und analysiert werden, was es ermöglicht, Fragmente von Geschehnissen der Vergangenheit wahrzunehmen, darunter den präzisen Standort von Personen und deren Aktivitäten. Ich hätte nie die Möglichkeit, ihn einmal im Einsatz zu verwenden, doch uns wurde befohlen, ihn für den Fall der Fälle immer dabei zu haben. Ich hätte viel lieber eine Waffe als noch mehr merkwürdige Schnickschnack von den Eierköpfen der CIA. Ja, natürlich. Da ist auch noch voll retro, das Ding.
Okay. Egal, nehmen wir mit. Sonst irgendwas? Nee. Ja, ich würde mal mit meiner Alten reden. Da oh! Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? Honey? Schmeiß mal gleich an. Something's not right. Maybe the localizer will show me just what's happened here. Wait, what did they say in training? Um das Gerät auszurüsten, wegzulegen. Der Lokalisierer erlaubt es, die Spuren von elektromagnetischer Energie und Quantenenergie aufzuspüren. Dieses Symbol zeigt an, dass du dich in der Nähe einer Quantenwolke befindest. Ach du Scheiße. Gameboy rausgeholt. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. Die Indikatoren auf dem Bildschirm des Lokalisierers weisen dir den Weg zu einer Quantenwolke. Die Entfernung zu einer Quantenwolke wird in Prozent angezeigt. Die grünen Linien geben an, in welcher Richtung eine Quantenwolke zu finden ist. Also in die Richtung quasi, oder? Ja, wir kommen näher. I should follow the localizer. Green lines at the edge of the screen show the direction to go and the numbers the distance to the nearby cloud. This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud and I need to scan it. Um einen Impuls zu erzeugen, der Quantenwolken und Anomalien in deiner Nähe kurzzeitig sichtbar macht. Verwende das Gerät, um eine Quantenwolke zu scannen. Halte linke Maustaste gedrückt. Localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. Ja, den Shit kann ich mir jetzt hier nicht angucken. Irgendwie. Nee. Oh, die nächste ist im Haus. Boah. Fuse is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking for nee, nicht im Haus. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. I should use the pulse to make the quantum cloud visible, otherwise I won't see a thing. I'm at the source, but I can't read anything. The interference is too strong. It must be caused by an anomaly nearby. I should neutralize it. Aufgrund ihrer Natur sind Quantenwolken instabil und Anomalien stören ihre Lesbarkeit. Du musst also zunächst alle Anomalien in deiner Umgebung finden und sie zerstören, um es dir leichter zu machen. Verwende. Rückgerechte Maustaste. Was heißt das jetzt? Du kannst Anomalien zerstören, indem du mit deinem Gerät eine EMP-Ladung abfeuerst. Halte linke Maustaste und lasse danach los, um eine EMP-Ladung abzufeuern. Die hervorgehobenen Bereiche auf dem Bildschirm des Lokalisierers geben an, wie viel Anomalien zerstört werden müssen. Oh mein Gott. I did it. Clearly someone was here recently and used this rope. I'll try to find more traces. Was für ein Quatsch. The localizer has detected a signal. That means another quantum cloud must be near. So ein Blödsinn, hä? Ah, okay, was ist das? I can't go any further. Maybe I could use the grappling hook I saw in the gazebo. Ein Greifhaken. Hat das Ding auch einen Greifhaken, kann das sein? Würde mich jetzt auch nicht wundern. Ich suche den Pavillon nach einem Seil. Was ist das jetzt für eine abgedrehte Science-Fiction-Geschichte?
Folge dem Lokalisierer. Was mehr? Warum mehr Spuren? Achso, schon da die zu der Leiter, okay. Ja. Ach komm. Wow. Ja, schreck sogar bei so einer Scheiße. Hä? So much blood and it's not even dry yet. Whatever happened here, it hasn't been long. The trail leads through that gate. I'll go check it out. Clearly drag something heavy through that gate. Finde einen anderen Weg. Komm, du schaffst es. Er hält's immer noch fest, gell, das Brett. Geht nicht. Ah, okay. Andere Richtung. Das ist so ein kleiner Hindernisparcours jetzt. Wo es da überall hingeht, was ist denn los? Wo muss ich jetzt hin? Weiter. Blut. Blut tut nicht gut. Geht's auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Muss ich da runter, oder was? The blood hasn't dried yet. I'll follow its trail. Maybe someone needs help. Ja, vielleicht braucht jemand Hilfe, das kann sein. Du hast doch echt nicht alle Latten am Zaun. Ja, das hätte ich dir auch an dem gigantischen Vorhängeschloss sagen können. It looks like something or someone is hanging in there. Is that? Fuck! This thing scared the shit out of me. I'd better check what the localizers detected before I go in. Das geht ja nicht. Hm? Was mach ich jetzt? Liegt da irgendwo eine Schere oder so? Das auch zu. Ich soll das vorher irgendwie scannen, aber das ist ja. Boah, da war. Hat einen Schritt links gehört. Jetzt wahrscheinlich nicht gehört, weil. Komm mal hier lang. Bin ich daher? Da kam ich nicht her, oder? Ja, das geht nicht. Aha. Haben sie sich so gedacht? Oh, ich glaube, dass wir in dieser Folge gar nicht in die Nacht da reinkommen. Ist aber auch der Tag nicht ungruselig, muss ich sagen. Ich habe nicht gehofft, tagsüber hat man seine Ruhe. So leuchtet das jetzt rot.
Weil da nichts ist, oder wie? Ah ja. Das ist so schlecht, Leute. Ach, was? Ah. Oh Gott, ist das ein Schwachsinn? Alles erwischt. Da ist noch eine. Ja, war's das jetzt? Passt? Nein, ich will. Geht nicht, ich muss die jetzt zerstören, oder was? Hat, oder? Nee, hier ist noch irgendwo eine. Ah, da vorne. So, fertig. Who is he? What did he hide here? Ja? Achso, der hat da was versteckt. Das ist doch schon mal gut. Someone must have used it recently and tried to hide it there. I'll take it, just in case. Dann kann ich wahrscheinlich jetzt hier auch aufschneiden. Man muss das selber aufschneiden. So. Hier ist irgendwo ein Seiteneingang. Da oben. Gott sei Dank habe ich meinen Enterhaken dabei. Oh. Ja. Jetzt mal erschrecke ich, Idiot. Okay. Muss ich da jetzt runterspringen? Das schaut schon hoch aus. Dann komme ich ja auch nicht mehr raus. Das bedenkt der Kollege wieder nicht, gell? God, who could have done this? This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Was piepst da? Da ist eine Bombe drin, oder? That beeping. It's as if it's coming from the inside. The animal is hung up on a rope. Maybe I can get up there and cut it down. Muss jetzt natürlich nicht unbedingt eine Bombe sein, aber. Na toll. Eine Kiste brauchen wir. Wieso das ist auch wieder so weiß? Oder? Brauche ich schon eine Kiste, da komme ich nicht hoch. Bolzenschneider, nehmen wir mit, sehr schön. Dann kommen wir wieder raus aus der Scheune. Brauchen wir irgendwie eine Kiste, wo wir raufsteigen können. Glaube ich zumindest. Ja, ich komme doch da nicht... Naja, so geht's nicht. Oh, eine Kiste. Boah, aber jetzt bitte nicht die Kiste von da unten. Das ist ja voll dämlich, wenn ich die jetzt extra holen muss. Ach, 100 Pro muss ich die extra holen.
So gut kenne ich das Spiel mittlerweile schon, dass es... Ah, sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Haben wir wieder umsonst aufgedeckt. So, ist da noch irgendwas? Nö, nö. Nö, 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 nö. Nur die Kiste. So. Oh mein Gott. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist so unnötig. Ich... haben sie sich denn dabei gedacht? Ist aber auch gleich wie dieser Quantendetektor. Es ist so ein Schmarrn. Oh mein Gott. Das ist doch ein Witz. So. Gottes Himmels Willen. Ja, Messer und durchschneiden. Ach hier. Sonst irgendwas? Kann man da aufmachen? Ne, beim Bolzenschneider lässt er wieder liegen. Du Pfosten. Eine Sicherung. Ja, bei denen läuft es so ab. Ich verstecke meine Sicherungen immer in meine Kadavern. So the fucker who gutted the animal has also been in our house, in our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got a goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. Das sollten wir tun. Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Das sollten wir tun. So, dann gehen wir zurück in den Keller und geben unsere Sicherung. Ah, boah, ich habe bei jeder Tür, wo ich durchgehe, habe ich irgendwie Bammel. Hoffentlich finde ich überhaupt zurück. I remember back in the day, some twisted kids in the area played with the occult. I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly, the locals make new neighbors feel welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Das ist halt. Könnte das seiner Alten vielleicht auch mal erzählen? Vielleicht interessiert die ganze Geschichte ja auch. Ja, die ist eh schon wieder weg. The power's back on, I guess. Interesting. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. It's only the third month. What's it gonna be like by the ninth? Boom! Jesus, woman! You want me to have a heart attack? Ooh, huh?
Wonder if some magician used to live here. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that. Ist das fucking nicht übersetzt? Actually, where did you find it? I just read about one like this. Upstairs. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and stew. Ta-da! Clever. You think you can sugarcoat the work for me with magic? Where do we start? Ich weiß nicht, warum die Alte gibt mir so auf den Sack. Box full of cash. Aber ja, die Bude selber ist ja schon geil eigentlich. Darling, do I really have to remind you what the doctor said? You've done it plenty of times already, but really, I don't have to sit idle all the time. Still, in your condition. It's not critical. I'm just pregnant, remember? But fine. Was ist jetzt? Streiche die Wand an. Oh mein Gott. Da ist gar keine Farbe dran. Wo ist denn der Farbeimer? If I can't help, ah, okay. Da muss keine Farbe dran sein. They called you from work yet? No. And did you give them our new number? Honey, it's the government. Alter, wer streicht denn so eine Wand? Ist da irgendwo ein Farbeimer? Nee. Gives me the creeps. Ever thought about doing something other than, you know, cryptanalysis? I mean, before you joined the CIA? Like what? Like, something that doesn't come with being responsible for millions of lives. Some job without all the spies, agents, and double agents lurking behind your back? Without the constant feeling that you can't trust anyone? Not really. Besides, I can trust you, right? Ah, das war's schon. What are you staring at? Can you move that piece of furniture? There's something behind it. Das wollte ich gerade machen, dann konnte das nicht. Oh, das ist der Dude auf dem Bild, oder? Ja, das ist der Dude auf dem Bild. Hat er toll erkannt, der Alex. Das ist der Dude aus dem... aus der Vergangenheit. Maybe if we hang this in the bedroom, you'll come to us in our dreams and tell us everything. I'd hang you first. Okay, okay. Ja, die hat eine sehr kurze Zündschnur. Ja klar, tu mal in den Keller. Meine Fresse, Alter. Bleib doch mal diesem Keller fern. Da ist so ein Scheißbild, verbrenn ich. Das schaut doch schon besser aus, der Raum. Wieso haben wir den gestrichen, wenn er danach tapeziert wird? Die will mich doch verarschen, oder? Oh Gott. Das, hoffentlich brauche ich das nicht. Wo ist denn das Telefon? So hat er ein Bild von Abraham Lincoln am Schreibtisch stehen. Oh Gott, der Teppich. Ist das verwirrend. Die ganze Bude, wie schaut denn das aus hier? This is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought, maybe he was killed by bears or wolves. I'd better call him. Because you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. 3/4 of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams. What happened? I don't know. Stress?
He's been paranoid lately, seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck, on our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. Okay. There goes my vacation. Wende die Maschine im Büro. I've wasted enough time already. Welche Maschine? Das ist da. Ah, still warm. Emma knows how to get me on my feet. So, how do I do it again? First, folge den Anweisungen für die Enigma-Maschine. Bitte befolgen Sie den nachfolgenden Anweisungen. Halt's Maul, ich lese. Bitte befolgen Sie den nachfolgenden Anweisungen. Dieses Gerät muss vor seiner Aktivierung zuerst kalibriert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor. Öffnen Sie die Abdeckung an der Oberseite, indem Sie auf den Griff an der rechten Seite drücken. Wollen wir das nach und nach machen? Den Griff auf der rechten Seite drücken. Jetzt reset. Wo ist der Griff an der rechten Seite? Das da. Ja, das will ich ja machen. Ah, okay, hier. Okay. I need to take the right cylinders. Muss ich den richtigen Zylinder auf dem Tisch wählen. Zum Glück sind sie nummeriert. Ja, zum Glück sind sie nummeriert. Muss ich doch weiterlesen. Achso, man kann dazwischen drin immer wieder lesen. Okay, zweitens. Legen Sie danach die Zylinder mit der römischen Zahlen wie folgt in den Steckplatz. 2, Position 1. 4, Position 2. 5, Position 3. Und 8 ist das 8. Oh, Zahlen nicht. Also 2, 4, 5, 8. 2. To remember that each cylinder goes into a specific position. Ja, das wissen wir doch. 2. 4. Und 4, oder? Okay, the first part's done. Now it's time to set the cogs. Dann haben wir. Lesen Sie die Abdeckung, haben wir gemacht. Stellen Sie die Fenster im angezeigten Zahlen von links nach rechts auf die folgende Position. 2, 14, 6, 22. 2, 14. Piece of cake. Ein Kinderspiel. Dann öffnen Sie die Abdeckung an der Unterkante des Geräts, stecken Sie die Kabel hinter der Abdeckung an die folgende Position. AFG ZRT. AFG ZRT. Right, now I just have to plug that in using the right order. A F E Z R T. That's it. Now I just need to enter the password. Schließen Sie die Abdeckung, führen Sie einen Test mit dem Testpasswort BPF LUP aus. Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, sollte eine dekodierte Botschaft angezeigt werden, in diesem Fall Friday. Wenn Ihnen nach dem Abschluss der oben sogenannten Schritte nicht diese Botschaft angezeigt wird, müssen Sie das Gerät neu kalibrieren. Beginnen Sie dazu mit dem ersten Schritt. Okay. BPF LUP. BPF. BPF LUP. I have to be careful. If I click the wrong numbers, I'll have to reset the cogs. P F L
Okay, it works. Friday. Get down to it. Perfect. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich das alles eingeben muss. Ja, natürlich muss ich es eingeben. X. Configuration maybe? I should take a closer look at the table or password. Was? Warum? Not like that. I think that someone used one of the configurations from the code table. Was will er? Something is wrong. Configuration maybe? I should take a closer look at the table or password. Not like that. Und nicht, ich glaube, das ist one of the configurations from the code table. What's this? Looks like a message encrypted with an enigma. Maybe with the right combination I'll be able to decipher it. Now how do I set it up? A Roman 5-3-ST. This must be a clue for the encrypted message. What does it mean, though? And how can I use it to set Enigma up? Okay, ich brauche das. Die 5 gehört dann auf die 3. Ah, ja, ja, okay, okay, ich verstehe es. Ich verstehe es. So. Das heißt, wir müssen. Welche war denn die 5? Es war 2, 4, 5, gell? Also das, die hier, die dritte. Die dritte müssen wir dann auf 3 stellen. Okay. Und aber welches muss ich auf ST stellen, stecken? So, die 5 auf 03 und dann ST. Welcher muss auf ST? Auch der dritte dann, oder? Gar keine 3. ST. Es ist nicht, Leute. Den letzten, oder? Ja, der kann ja gar nicht. Ah! Muss ja der sein, weil sonst kann ich keinen anderen ja in das T reinstecken. Okay. Und das war's dann. Something is wrong. Configuration maybe? I should take a closer look at the table or password. Jetzt muss ich aber. 5-3-ST. The hints from this piece of paper surely have something to do with the machine. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Code table will tell me more. Vielleicht verrät mir die Codetabelle mehr. Die hier. Maybe that person used my code table to encrypt the message. How can I guess which combination was used? Wie finde ich raus, welche Tabelle verwendet wurde? Wo ist ein ST dabei? Hier. Das ist auch die römisch 5, aber keine 03. Alter. Jetzt gehen wir mal durch, ob das die einzige ist mit ST, weil dann muss es die sein. Nee, hier ist auch ST. Hier ist auch 03. Und hier ist auch eine 5. Hier ist ein ST, keine 03, aber eine 5. Dann würde ich sagen, wir brauchen die Nummer 17, oder? Seht ihr das denn genauso? Ja, doch, ziemlich sicher. Die 17. Machen wir die 17. Komm, wir machen die 17, Burschen. Kann man das jetzt alles hier wieder resetten? Raus, 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 raus mit dir. So. Dann brauchen wir. Was ihr braucht. Die 1, die 4, die 8, die 5. So. Die. Hab's jetzt schon vergessen.
Ich baue die 1, die 4, die 5, die 8. Nein, das stimmt nicht. Die 1, die 4, die 8, die 5. 1, 4, 8, 5. 1, 4, 8, 5. So, super. Dann die Cables, ne, nicht die Cables, sondern die Nummern dafür sind 5, 19, 13. 5, 19, 3, 10. So, und die Kabel sind ST, GZ, XO. ST haben wir ja schon. ST, GZ haben wir auch. Und XO, X. Super. The solution is right in front of me, I know it. Ja, ja, passt doch. Haben wir doch, Kollege. So. X. G. D. Und Password. Was stimmt denn jetzt bitte nicht? 5, 19, 3, 15, oder? Haben wir gehabt? 5, 19, 3, wieso ist da 15? Nee, das. Boah, das war aber nicht ich. So, X. Jetzt ist da, ach so, ach, weil das ja automatisch, ah, ja, ja, ja. Ach so. Das ist ja die Enigma-Maschine, die springt ja dann immer eins weiter. 1, 4, 7, nicht 8. Das ist falsch. So. 5, 19, 3, 10. Hier sind wir. Nein. Hier sind wir. Nein, hier. Jetzt nerv mich nicht. So. Jetzt aber. Reset. M. Maybe I should take a closer look at the table or password. Der verarscht mich doch jetzt. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? 1, 4, 7, 5. Dann 5, 19, 13. Jetzt um das Passwort muss ich erst dieses Passwort nochmal eingeben. Das glaube ich auch nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich raff's nicht, Leute. X. G. Jetzt geht's. Rust. No one. Wahrscheinlich, oder? Mhm. Don't trust no one. Ich habe vorher, glaube ich, mit einem M angefangen, ich Idiot. A, J, Y. Ah, but. Yourself. Trust no one but yourself, okay. Hatte ich auch vor, weil meine Alte ist echt wahnsinnig und ansonsten spukt's im Haus. Trust no one but yourself. Sounds ominous. Who wrote this anyway? Ich weiß nicht. Now what? Check combinations 29 and 30. Okay, here we go. Okay, das, oh Gott, ich habe jetzt echt schon Panik gehabt, dass ich das machen muss. Schaust jetzt nach Wochen mal in deinen eigenen Schreibtisch rein. Großartig. This terrible crime shocked. Fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. This is getting too fucked up. Seriously.
God, how long has this been here? Is this blood or just rust? Is this what I think it is? More notes from Nicholas. It hurts, so I must be alive. Damn it, I almost... Nein! Leute, es ist wieder Vergangenheit. Ihr wisst, was das bedeutet. Der Hausi scheißt sich wieder in die Hose. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an, meine Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei, wenn ihr sehen wollt, wie der Hausbub ein bisschen erschreckt. Bis dahin, eine schöne Zeit.